Morgen allerseits. Guten Morgen. Heute geht es für uns auf eine ganz besondere Wanderung. Und zwar, wir haben uns diesmal diese Wanderung nicht selber ausgesucht, sondern wir wurden nominiert für die Controller Challenge von Yotzi Like. Das werden wir uns euch direkt auch mal in der Beschreibung verlinken, den Channel. Ja, wir fahren auf jeden Fall gleich Richtung Neuwied, Richtung Thalhausen, so heißt das Dorf. Und da werden wir unsere Wanderung starten. Und was uns dort erwartet, das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Nee. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Heute dürfen wir fröhlich verkünden, dass Nils auch daran gedacht hat, sich einzucremen. Ja, super. So, nach einer abenteuerlichen Autofahrt sind wir angekommen. Ungefähr, wie lange waren wir jetzt unterwegs? 3 Stunden? Ja, 3 Stunden sind wir jetzt hier gefahren. Wir sind jetzt hier im schönen Westerwald. Ja, es war abenteuerlich. Also nicht der Westerwald, sondern die Fahrt. Die Fahrt war eine absolute Katastrophe. Wir sind, glaube ich, in 2 Staus reingeraten. Ja. Dann hat er uns noch einmal quasi so an der Kölner Innenstadt vorbeigelenkt. Ja, war auch schön. War auch schön, aber mal wieder da zu sein. Haben gesehen, ne? Aber nichtsdestotrotz, da ist halt auch eine Menge Verkehr, gerade da am Ring innere quasi. Innere Kanalstraße. Ne? Und ganz zum krönenden Abschluss haben wir uns noch verfahren, weil genau in dem Moment, wo ich abfahren sollte, ist das Navi abgekackt. Und hat mir nicht mehr gesagt, dass ich da abfahren sollte. Ja, dann haben wir nochmal eine Ehrenrunde gedreht quasi. Ja, haben wir nochmal uns die nächsten Dörfer 20 Kilometer angeguckt und sind wieder zurückgefahren. Ja, also naja. Ja, wir haben uns, da die Isa ja beim letzten Mal Knieprobleme hatte, haben wir uns einfach mal die Wanderstöcke von unseren Nachbarn ausgeliehen und probieren heute mal aus, wie die so funktionieren. Gucken, wie das so ist, ob wir uns auch noch eigene holen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt mal los, ne? Genau. Uns wurden nämlich Tiere versprochen. Ja, also uns wurden auf jeden Fall Pferde und Schafe und vielleicht auch Highland-Rinder versprochen. Ja. Gucken wir mal, ob wir die finden. Ja, wir schauen mal. Ja, willkommen mal wieder bei der Nilsa Travels Wanderpause auf dem Boden. Aber ja, wir sind gerade so einen kleinen Hügel hochgeklettert, ne? Und dadurch, dass wir ja so lange gefahren sind mit dem Stau und alles, haben wir so tierisch Hunger, dass wir es fast den Hügel nicht hochgeschafft hätten. Deshalb dachten wir, komm, wir setzen uns jetzt mal hier auf den Boden und essen ein bisschen was. Und dann haben wir auch genug Kraft, um die Wanderung zu beenden, ne? Ja. Schmeckt's? Wir haben uns gerade direkt mal ein bisschen blamiert. Und zwar, wir hatten ja gerade gezeigt, dass wir auf dem Boden Pause gemacht hatten. Was wir nicht wussten, ist, dass 10 Meter weiter, eigentlich fast in Sichtweite, da stand nur ein Baum vor, fast in Sichtweite war eine Bank. Und da kamen gerade andere Wanderer noch und die sind an uns vorbeigegangen und haben dann auf der Bank Platz genommen. Und wir sind gerade noch so an denen vorbei und sagten, naja, wenn wir gewusst hätten, dass da noch eine Bank kommt, wären wir die paar Meter noch gegangen. Tja, naja, so ist es manchmal. Wir haben ja auch schön gesessen da, also. Ja, das stimmt.
So, wir haben jetzt circa ein Drittel der Wanderung geschafft. Vielleicht auch ein bisschen mehr schon. Aber bisher ist es wirklich sehr, sehr schön hier. Kann man nicht anders sagen. Und vor allen Dingen auch sehr einsam und leer. Ich glaube, wir haben das an einem Samstag. Ja, wir haben bisher, ich glaube, ein paar andere Wanderer getroffen und ein paar an Spaziergängern. Ja. Was eigentlich für sonstige Verhältnisse, wenn man das jetzt mal mit anderen Wegen vergleicht, ist das nichts. Ja, also, das stimmt. Von daher hat es uns bisher ganz gut gefallen. Wir haben auch schon ein paar Tiere gesehen. Mhm. Da kann man bei uns eigentlich immer mit punkten, ne? Das ja. ist schon, da kann man nur mit gewinnen. Naja, wir laufen jetzt auf jeden Fall mal weiter und schauen mal, was der Weg noch so für uns parat hat. Ja, wir haben jetzt hier ungefähr drei Viertel des Weges gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon gesagt haben, aber der Weg ging 11 Kilometer. Ja, stimmt. Aber falls ihr noch mehr Westerwald laufen möchtet, gibt es hier auch die Isarbach-Schleife. Die geht nämlich 20 Kilometer. Und ein Großteil unseres Weges hier ging auch auf dieser Isarbach-Schleife. Die Isarbach-Schleife. Ja, aber für uns aktuell noch ein bisschen weit, aber vielleicht laufen wir ja auch irgendwann. Meine Namensvetterin Schleife. So, wir haben uns jetzt hier gerade mal kurz hingesetzt. Wir sind jetzt nämlich fertig mit unserer Wanderung. Und jetzt wird es dir gefallen. Ja, an sich war es eine super Wanderung mit allen möglichen Facetten. Man ist am Wasser vorbeigegangen, man ist durch den Wald gegangen. Weiher also, haben wir gesehen. Genau, richtig. Viele Tiere. Viele Tiere, genau. Schafe wurden uns versprochen, die haben wir nicht gesehen. Das stimmt. Aber an sich hat mir sehr, sehr. Ja, das stimmt. An sich hat es mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, mir auch, definitiv. Und ja, weil Melanie und Uwe ja die Route so schön für uns ausgesucht haben, gehen wir die beiden jetzt nicht mehr besuchen. Die waren nämlich so nett und haben uns noch zum Essen eingeladen. Ja, schauen wir mal, was es bei denen zu essen gibt. Ja, und zeigen euch das wahrscheinlich auch noch. Ja, ganz genau. So, in der Zwischenzeit ist es schon ein bisschen später geworden. Wir haben es jetzt 9:30 ungefähr. Wenn man überlegt, ein bisschen verquatscht, aber es war sehr nett. Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt überlegt, wann wir heute Morgen losgefahren sind. Ja, so um 11. Ja, sind wir auf jeden Fall eine ordentliche Stange dieses Mal unterwegs gewesen. Ja, fast 12 Stunden, wenn wir zu Hause sind. Ne? Ja, richtig. Naja, wir haben jetzt noch, wenn alles gut läuft, dieses Mal nur 1,5 Stunden Fahrt vor uns. Mhm. Ja, vielleicht sogar weniger. Ja gut, je nachdem, wie gut wir durchkommen. Ja, drückt uns mal die Daumen. Genau, drückt uns die Daumen. Wenn ihr dieses Video seht, haben wir es geschafft. Ja, damit wollen wir jetzt auch das Video mal beenden. Also danke erstmal, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Und wir werden natürlich auch ein paar Leute nominieren für die Controller Challenge. Das werden wir euch jetzt hier einblenden, wen wir nominieren. Diejenigen, die benachrichtigen wir natürlich aber auch nochmal.
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und die schöne Wanderung im Westerwald, dann lasst uns doch mal einen Daumen nach oben da. Genau, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Ja, genau. So, und in dem Sinne würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.